Es war eines der Wahrzeichen der Mainmetropole Frankfurt, der 1931 errichtete Goethe-Turm. Als 43,3 Meter großer Aussichtsturm galt der Bau bis 1999 als höchster öffentlich zugänglicher Holzturm Deutschlands. In den frühen Morgenstunden des 12. Oktober gingen bei der Polizei Meldungen ein, dass der Turm am Brennen sei. Den hinzugezogenen Einsatzkräften der Feuerwehr Frankfurt blieb keine Wahl, als den unter Vollbrand stehenden Turm kontrolliert abbrennen zu lassen. Mit dem etwa gegen 4 Uhr eingestürzten Goethe-Turm verliert Frankfurt eines seiner Wahrzeichen. Der Brand ging heute vielen Frankfurtern sehr nahe. In den sozialen Netzwerken zeigten sich viele Bürger bestürzt. Oberbürgermeister Peter Feldmann zeigte sich betroffen. Der Goethe-Turm war ein Wahrzeichen, mit dem die Kinder dieser Stadt groß werden, erklärte er gegenüber den Medien und versprach, Mittel dafür bereitzustellen, den Turm neu errichten zu lassen. Herzlichen Dank an den Videojournalisten Peter Knapp für das Zur-Verfügung-Stellen dieses Videomaterials.